ihr Lieben. Heute gibt es wieder einen Stallvlog. Das Wetter ist gerade bescheiden, aber es soll heute noch richtig schön werden. Und ich hoffe doch, dass ich noch ein paar Sonnenstrahlen abbekomme. Also raus geht's aufs Land und bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Stall angekommen, habe ich jetzt erstmal mein Pferd geholt und ich putze es erst einmal ausgiebig. Die Sonne ist jetzt auch da. Das ist perfekt, weil ich will gleich mit einer Stallkollegin ausreiten gehen. Das Wetter kann nicht schöner sein. Wir reiten jetzt hier so eine Runde, die ich schon sehr, sehr häufig geritten bin mit meinem Pferd. Auf jeden Fall genießen wir jetzt diesen wunderbaren Herbstausritt. Ist doch tatsächlich passiert. Mein Pferd hat sich wahrscheinlich irgendwie erschrocken und ist mit mir durchgegangen und ist jetzt auch noch an der Hand relativ aufgeregt. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, einfach abzusteigen und erstmal Ruhe in die Situation zu bringen. Das kann ich bei meinem Pferd am besten vom Boden aus. Und jetzt gehen wir einfach die Runde, die wir reiten wollten, weiter und mal sehen, ob sich die Lage hier gleich so ein bisschen beruhigt. Ich hoffe doch sehr. Ja, so kann es auch mal sein, dass aus einem geplanten Herbstausritt eher ein Spaziergang wird. Aber mein Pferd ist noch relativ aufgeregt. Ich weiß nicht, was heute los ist genau. Aber einfach die Ruhe bewahren, weitergehen. Und jetzt gehen wir auch zurück in Richtung Stall. Ich bin jetzt wieder am Stall angekommen und mein Pferd ist jetzt auch viel ruhiger. Keine Ahnung, was da vorhin war. Man steckt ja nicht drin in den jungen Pferden. Ich habe mich auf jeden Fall entschieden, jetzt im Eck ein bisschen zu reiten, um für mich wieder persönlich aufs Pferd zu kommen und das Ganze jetzt doch noch positiv mit einem schönen Reiten zu beenden. Ja, und dann müssen wir gleich noch ein bisschen Stallarbeit machen. Meine Tochter hilft mir und dann schauen wir mal, was uns heute noch so erwartet. Thank you.
Kleine wird auch tatsächlich super abgerauscht im Gelände. Es ist mir so in dieser Form mit ihr noch gar nicht passiert, aber es ist natürlich immer vielleicht manchmal das erste Mal. Ich weiß nicht, was es genau war, aber ich hatte so den Eindruck, durch sie schoss unheimlich viel Adrenalin auf einmal. Wahrscheinlich war hinter uns irgendetwas. Also ich habe jetzt nichts rascheln hören oder so, aber sie war relativ aufgebracht und rannte auch dann los. Und es ist lustig, auf dem Video sah es jetzt gar nicht so weit aus, aber ich habe gedacht, ach du Scheiße, jetzt ist es soweit. Weil das ist ja auch eine große Angst, die man manchmal auch hat, dass das Pferd im Gelände durchgehen könnte, ist, glaube ich, eine große Angst, die viele Leute haben. Also ich reite jetzt nicht jeden Tag damit, oh, mein Pferd könnte durchgehen, aber es ist mir schon bewusst, wenn ich ein junges Pferd reite, was zwar schon ein bisschen Erfahrung hat, aber was noch nicht so erfahren ist, dann kann es natürlich sein. Und natürlich muss man aber ein junges Pferd ans Gelände gewöhnen, was ich auch bis jetzt ganz gut gemeistert habe, aber da ist sie mir doch heute tatsächlich echt davon gerauscht. Ja, das war ein super ungutes Gefühl und es war ja auch gar nicht so lange. Ich hatte sie ja doch relativ schnell wieder so unter Kontrolle und dann hat sie auch gut angehalten und sie hat auch nur auf meine Stimme reagiert. Und in der Phase, wo sie gelaufen ist, habe ich sie überhaupt nicht regulieren können. Ich habe natürlich bemüht, meine Stimme ruhig zu halten und sie durchzuparieren mit ganz normalen Hilfen. Das hat gar nicht funktioniert. Also ich hätte auch gebisslos sein können, weil sie hat auf nichts reagiert, weil der Kopf einfach auch so weit oben war. Es tat mir auch so ein bisschen leid, weil ich habe natürlich auch versucht, sie langsamer zu bekommen und habe natürlich auch gezogen. Das macht man so, ist natürlich nicht schön, aber ich wollte sie unbedingt anhalten, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie endet diese Situation. Und ehrlich gesagt habe ich mich dann auch schon im Krankenhaus so gesehen. Und ja, und ich hatte in meinem Leben auch schon zwei Reitunfälle, die auch nicht so schön waren. Und ja, daran habe ich mich natürlich sehr erinnert gefühlt. Und dann war ich erstmal ganz traurig und bin auch erstmal sofort abgestiegen. Viele sagen wahrscheinlich jetzt, hey, warum bist du nicht weitergeritten? Aber ich bin sofort ganz relaxed abgestiegen. Mein Pferd war auch sofort wieder, hey, was war das denn? Und habe dann ganz ruhig zurückgeführt, habe dann erstmal meine 7 Sachen eingepackt, weil ich habe so ein paar Sachen verloren. Meine Gerte habe ich zum Beispiel weggeschmissen, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche meine Hände frei. Und mir ist noch mein Schlüssel aus der Tasche gefallen. Deswegen mussten wir noch so ein bisschen zurückgehen und meine Sachen einsammeln. Und da habe ich echt gemerkt, so meine Beine waren Gummi und ich war einfach noch nicht bereit, ganz sofort wieder aufzusteigen. Wir haben dann noch zurückgeführt zum Stall und es war auch für mich in der Situation genau das Richtige, weil mir ging dann echt schon kurz der Arsch auf Grundeis. Und viele sagen ja, Mensch, sofort wieder aufsteigen und weiterreiten. Das habe ich auch gemacht, aber erst auf dem Dressurviereck. Weil ich wollte erst mal sehen, dass sie sich beruhigt, weil sie war auch an der Hand noch relativ lange sehr nervös. Und da habe ich gedacht, das bringt jetzt nichts. Wenn ich mich nicht gut fühle und das Pferd ist sehr aufgeregt, dann muss ich jetzt da auch nicht sofort wieder aufsteigen. Habe ich dann trotzdem gemacht am Stall. Das hat sich dann auch gar nicht mehr blöd angefühlt, sondern im Dressurviereck war dann alles wieder okay. Ich bin sie dann auch wieder in allen Gangarten geritten und hatte auch total viel Spaß und habe da auch so ein bisschen Sicherheit wieder erlangt. Das war wirklich ein Schreck. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal auf einem Pferd saß, was sich nicht mehr anhalten oder steuern ließ. Ich habe echt gedacht, okay, was ist jetzt hinter der Kurve, wenn sie jetzt weiter rennt, was mache ich bloß? Und da ist echt so ein Film abgelaufen in meinem Kopf und mir kam das wirklich vor wie Kilometer. Dabei waren es ungefähr nur so 50, 80 Meter, aber echt, die waren nicht schön. So, jetzt will ich noch mal schnell zu Butni reinschneiden. Ich brauche noch so ein bisschen was aus dem Drogeriemarkt. Ich hoffe, ich habe meine Einkaufsliste im Kopf, weil es ist besser, wenn ich Einkaufslisten schreibe. Aber heute habe ich es nicht gemacht und ich weiß schon jetzt, dass ich wieder was vergesse. Aber naja, ich will es mal so probieren. Also jetzt rein da. Ich bin jetzt wieder da und habe so einige Sachen gekauft. Ich hatte noch so ein paar Dinge auf dem Zettel, an die ich mich auch erinnern konnte.
Und ich zeige euch einfach mal, was ich gekauft habe. Warum soll man Foodhaul nicht auch mal im Auto machen? Also ich habe hier dieses Roggen-Crisp-Brot gekauft. Das ist das Knäckebrot, was meine Kinder lieben. Und es muss ich ständig kaufen. Und es ist auch sehr lecker, finde ich. Aber ich finde, meine Kinder könnten eigentlich auch mal wieder ein normales Brot essen. Mütter sorgen sich ja immer um ihre Kinder, dass sie sich gesund ernähren und dass sie sich so ernähren, dass es irgendwie funktioniert. Obwohl ich finde, letztendlich ist Knäckebrot ja ganz gut bekömmlich. Letztendlich kann man dagegen nichts sagen, aber seit Monaten dieses Knäckebrot. Naja, dann habe ich zwei Smoothies gekauft, also zwei gleiche, und zwar diese hier. Meine Tochter möchte die nämlich super gerne trinken, hat sie mir erzählt. Das ist der von Völkel, der grüne Smoothie mit Mango, Grünkohl und Spinat. Und da ist sogar ein bisschen Ingwer mit drin. Die liebt meine Tochter. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ich mag zum Beispiel gerne grüne Smoothies, aber die trinke ich persönlich gar nicht so gerne, weil ich finde das selbstgemacht leckerer. Meine Tochter findet selbstgemacht, aber nicht so lecker, obwohl mein Thermomix das wirklich sehr fein püriert, also sehr fein der Smoothie ist, aber sie steht eben auf die hier und da mir nichts so teuer ist für meine Kinder, haha, also ich finde die ganz schön teuer, ich finde selbstgemacht immer besser, weil es auch eine Kostenfrage auf Dauer ist, aber wenn Töchterchen das möchte und wenn sie dann gerne so einen grünen Smoothie trinkt, dann soll mir das auch recht sein. Was habe ich noch gekauft? Ja, jede Menge, ihr hört es klimpern, jede Menge getrocknete Tomaten und zwar 4 Gläser, weil ihr dürft raten, es wird Pesto geben. Mein Mann und ich lieben rotes Pesto. Einmal in der Woche muss das auf alle Fälle sein. Meistens essen wir das als Abendbrot und ja, die finde ich auch echt lecker. Es gibt ja große Unterschiede bei getrockneten Tomaten. Manche sind so sauer, manche sind so trocken und die hier finde ich total gut. Also sie sind von Alnatura und meistens kaufe ich die hier. Und mein Sohn brauchte noch eine grüne Mappe. Aber eine grüne Mappe konnte man da nicht kaufen. Also habe ich, wie viele Mappen gekauft? 10 Mappen. Weil ich dachte, Mensch, die Kinder brauchen ständig irgendwelche Mappen. Natürlich müssen es immer die sein aus Plastik. Da bin ich ja voll der Fan von. Egal. Jedenfalls haben die diese Mappen gebraucht in der Schule. Und ich habe das jetzt schon zweimal vergessen. Andere Mütter sind da bestimmt schneller als ich. Aber naja. Dann habe ich eine Wimperntusche gekauft und zwar die von La Vera Front Row Mascara in Black, die Curl-Variante. Und ich habe mir den jetzt gekauft, weil ich habe mir neulich auch ein La Vera Mascara gekauft. Da war ich ganz mutig und habe mich an so eine Hochpräzisionsbürste gewagt. Und ich habe gedacht, Martina, du ziehst es jetzt durch, du benutzt die jetzt 3 Wochen und dann kannst du das auch mit der Bürste. Weil ich komme mit diesen Präzisionsbürsten überhaupt nicht zurecht. Ich meine, diese Bürste hier ist auch ein bisschen dünner als die anderen, aber mit der komme ich besser klar. Mit der anderen schmiere ich total viel und ich habe irgendwie gedacht, wir werden Freunde und ich will es auch durchhalten. Ich übe weiter. Oben ist es auch kein Problem, aber ich schmiere damit extremst viel. Aber ich habe mir den noch gekauft, mit dem komme ich total gut klar und ich glaube, da bleibt auch die Laune morgens dann so ein Ticken besser, wenn der Mascara dahin kommt, wohin soll. Habe ich noch was geholt? Nein. So, jetzt geht's ab nach Hause und mal sehen, was mich da erwartet. Und diese Lakritze hat mir meine Freundin geschenkt, weil ich neulich gesagt habe, dass ich so gerne Lakritz mag, ich aber selten irgendwie Gutes finde. Im Bioladen bei mir gibt es leckere Lakritzsorten. Aber dann würde ich auch gerne mal was anderes probieren. Und ich bin gespannt. Auf jeden Fall salzig, sehr gut. Und hier ohne künstliche Farben und Aromen auch gut. Und ich bin gespannt, wie die schmecken. Und Packaging hätte mich auch angesprochen. Sehr schön. Also ich freue mich. Hin und wieder was naschen. Gerade wenn man vom Pferd kommt oder gerade so zwischendurch im Auto. Finde ich sehr, sehr lecker. Und ja, ich teste die gleich mal. So, aufmachen. Ich habe auch richtig Hunger. Da muss man halt mal Lakritz essen. Mmh, sehr weich. So salzig finde ich es gar nicht. Aber für den einen oder anderen mag das salzig sein.
doch schon ganz schön salzig, aber im ersten Augenblick gar nicht, aber das zieht jetzt enorm nach. Hui, mag ich. Coole Idee, nicht 0815, sehr interessant. So. Ja, es läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorher so vorstellt. Habt ihr das auch schon öfter mal erlebt? Habt ihr auch Überraschungsmomente mit eurem Pferden gehabt? Oder ist euer Pferd einfach auch mal eigene Wege gegangen? Schreibt's mal runter in die Kommentare. Und den letzten Stall-Vlog, den habe ich euch mal in der Infobox verlinkt. Und wer mich vielleicht noch nicht so lange kennt und noch was über mich und mein Pferd wissen möchte, ich habe euch auch noch mal ein paar Blogposts über mich und meine Isländerin in die Infobox gepackt. Da kann man uns auch noch mal etwas näher kennenlernen. Also wer Lust hat, klickt sich auch noch mal auf meinen Blog. Und dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Also bis bald und tschüss.